Ja, willkommen zurück zum Kurs. Wir steigen jetzt in die C-Sharp-Programmierung voll ein. Das erste, was wir uns anschauen wollen, ist die Anatomie von Funktionen. Also, was muss ich eigentlich beim Schreiben von Funktionen alles beachten? Und wir haben hier die Main-Funktion stehen, die eben den Einstiegspunkt in das Programm bildet, wie auch in C. Aber offensichtlich sind hier schon ein paar Unterschiede sichtbar im Vergleich zur Main-Funktion in C. Die kann ich auch einfach mal ungefähr so skizzieren. Also was als erstes auffällt, in C ist ja die Main-Funktion einfach direkt im Code-File zu sehen. Aber wenn ich hier versuche, eine Main-Funktion in C-Sharp einfach frei im Code-File zu erstellen, dann sieht man schon, dass hier IntelliSense mir einige Fehler wirft. Und zwar eben, dass es hier unerwartete Tokens oder letztendlich diese Funktion wird hier nicht erwartet, weil in C-Sharp muss jede Funktion innerhalb einer sogenannten Klasse definiert sein. Ne? Klasse sehen wir hier oben, ist mit dem Schlüsselwort Class eingeleitet und hat den Namen Program. Und innerhalb dieses Klassenscopes, der durch diese beiden geschweiften Klammern hier deklariert ist, muss die Funktion stehen. Es ist nicht möglich, dass wir Klassen außerhalb eines Klassenscopes anbringen oder definieren. Da gibt uns der Compiler Fehler. Das ist der erste beträchtliche Unterschied. Der zweite ist, in C sind wir gewohnt, dass eine Funktion einen Rückgabetypen hat, einen Namen und dann die Parameterliste folgt. In C-Sharp haben wir hier vorne noch was Zusätzliches. Standardmäßig steht hier bloß Static. Aber offensichtlich kann ich hier auch ein Public noch davor schreiben. Diese beiden Schlüsselwörter, Public und Static, sind sogenannte Modifizierer. Die statten Funktionen meistens mit einer gewissen Sichtbarkeit und einer gewissen Zugänglichkeit. Also mit welchem Funktionsaufruf kann ich letztendlich diese Funktion auslösen. Das sagen diese Modifizierer. Wir werden uns in einem späteren Kurs noch genauer mit diesen Modifizierern beschäftigen, aber prinzipiell behalten wir im Hinterkopf, wenn ich eine Funktion schreibe, dann kommen zunächst die Modifizierer, die ich anbringen möchte. Danach kommt wie gewohnt der Rückgabetyp. Diese Funktion gibt in eben nichts zurück, weswegen wir hier void hinschreiben. Dann folgt der Bezeichner main, also das ist der Name der Funktion. Im Anschluss kommen zwei runde Klammern, in denen eben die Parameterliste kommagetrennt angegeben wird. Und ein Parameter ist eben definiert über einerseits, dass ich den Typ des Parameters angebe, hier eben ein String Array, und danach den Namen des Parameters, damit ich über diesen Namen später im Code hier unten auf ihn zugreifen kann. Ja, dann folgt der Funktionsscope, ist genauso wie der Klassenscope hier, eben durch zwei geschweifte Klammern festgelegt. Und innerhalb dieses Funktionsscope kann ich dann tatsächlich Anweisungen schreiben, also letztendlich Code, wie zum Beispiel Funktionsaufrufe oder ich wende Operatoren an oder ich erstelle Variablen. Zu all diesen Themen schauen wir uns natürlich nachher noch die Details etwas genauer an. Und dann kann man das Ganze natürlich, jetzt habe ich es direkt am Code erklärt, aber so findet man das im Skript. Wir haben hier nochmal eben die Modifizierer am Anfang, dann kommt der Rückgabetyp, dann eben der Funktionsname, die Parameter, der Funktionsscope und der Code. Wichtig ist auch noch der Funktionsname und die Parameterliste, die
sind zusammen die sogenannte Signatur einer Methode. Was heißt das? Ich kann hier jetzt keine andere Funktion definieren, die ebenfalls main heißt und einen String Array als Parameter bekommt. Wie man hier sieht, ich habe die Modifizierer geändert. Also private ist ebenfalls ein Modifizierer, den wir später kennenlernen werden. Dann habe ich hier den Rückgabetypen geändert, wie man sieht. Dann ist aber der Bezeichner und die Parameterliste. Da ist auch wichtig, dass wenn wir mehrere Parameter hier Komma getrennt hätten, dass diese eben in derselben Reihenfolge sind bei den jeweiligen Funktionen. Und da ich hier aber genau dieselbe Signatur habe, wie man hier sieht, gibt der Compiler einen Fehler. Also innerhalb einer Klasse dürfen Funktionen nicht dieselbe Signatur besitzen. Das ist das Eindeutigkeitsmerkmal einer Klasse. Entschuldigung, einer Funktion. Genau. So viel zur Signatur. Den Funktionsscope und Code haben wir uns schon eben verdeutlicht. Dann möchte ich einfach noch mal kurz eine zweite Funktion anschauen. Wie könnte die aussehen? Ich schiebe mal Visual Studio auf die linke Seite und mache den Solution Explorer weg. Und dann schreiben wir einfach mal diese Funktion hier auf der Seite ab. Die nennen wir addiere und die bekommt eben jetzt nicht nur einen Parameter wie die Main-Funktion oben, sondern eben zwei Parameter. Ich mache etwas kleiner, damit wir es komplett sehen. Und innerhalb der Code-Sektion sehen wir schon, aha, hier ist anscheinend ein Fehler passiert. Hier sagt mein Code-Unterstützungstool Return Statement is missing. Wenn wir im Rückgabetypen nicht void haben, dann müssen wir mit dem Schlüsselwort return einen Ausdruck zurückgeben, der eben genau zu diesem entsprechenden Typ int ist eben eine Ganzzahl passt. Also int ist genau wie in C eine 32-Bit Ganzzahl. Und wir könnten das beispielsweise machen, indem wir Zahl 1 und Zahl 2 addieren. Und sobald dieses Return Statement oder diese Return Anweisung hier im Code vorhanden ist, sehen wir auch, dass der Fehler weggeht. Und das ist jetzt eine Funktion, die vollwertig funktioniert. Man sieht der Unterschied hier, wir haben hier bloß den Modifizierer public, nicht static. Wir haben den Rückgabetypen, haben wir gesagt, wir haben hier jetzt eine Komma getrennte Parameterliste. Und im Code müssen wir aufgrund des Rückgabetypens eben ein Return Statement machen, damit dieser Rückgabetyp korrekt ist oder der Rückgabewert letztendlich zum Rückgabetypen passt. Okay, das war schon das Wichtigste, was wir jetzt erst zur Anatomie von Funktionen gelernt haben. Der Bezeichner Funktion oder der Name Funktion, der wird durch den Namen der Methode eigentlich in C-Sharp häufig gebraucht. Also wenn ich von Funktionen oder Methoden rede, dann meine ich letztendlich immer das Gleiche. Aber wir werden jetzt vorrangig eben den Begriff Methode verwenden im Laufe dieses Kurses. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Video auch wieder dabei sind.